wir gehen mit zu Tilo rein und wir haben einen riesengroßen Fan von Tilo. Gib die Kohle her, gib die Kohle her, du dreckiges Schwein. Guck mal, Maggi fix Gemüseküche. Disclaimer, all weapons and trucks are real. Eigentlich tot. Okay, Tilo, was soll ich zu Tilo sagen? Also Tilo, ich will jetzt nicht auf ihm rumtreten, weil das gefühlt irgendwie jeder macht. Das ist ja nix. Ich finde Tilo schon gut, ist halt überhaupt nicht mein Film so, aber bei Tilo kann ich schon irgendwie nachempfinden, warum er so einen Hype hatte oder hat. Weil so es was anderes ist. Ja, was anderes aber würde ich er erinnert nicht sagen. Mich ein bisschen an Kurt Cobain. Irgendwie. Echt? Vom Aussehen und so. Der Lauchige, aber ja, ich finde, ich weiß, der macht gute Musik. Also ernsthaft. Findet ihr nicht vom Aussehen und so ein bisschen so Kurt Cobain? Ja, weil er lange blonde Haare hat und Tattoos. Ich habe letztens was gesehen, das muss ich zeigen. Rein. Ist es produziert von Mixo und MacLaut? Nee. Der macht doch jetzt aber ein Album mit Mixo und MacLaut, oder? Kann sein. Das Geld hätte ich auch gern. Oh, direkt wieder da, Code. Hast du gerade gesehen? Er hat eine Iced Out. Deine Uhr ist... Eis. Meine Kette ist iced out. Dein auch. Aber das iced out. Der Double Cup, Alter. Oh je, er macht auf Ami. Bro, in welchen Zeiten sind wir gelandet, dass man irgendwie Tabletten Als was Gutes darstellt, ja? Digga, das sind hängen geblieben. Nee. Die müssen verbannt werden. Ernsthaft. Das muss verbannt werden. Die machen so einen schlechten Einfluss. Jeder Kiffer-Rapper ist da. Aber da muss ich jetzt mal kurz sagen, wo war denn deine große Fresse gerade bei Kolja? Ja, wo war sie? Wo war sie? Komm. Da war sie 16 zu 9. Aber wo hat er denn das gezeigt? 16 zu 9. Hat er irgendwo was gezeigt? Der hat die ganze Zeit da nur, war die Lederbox ganz schön groß. Ich schieß den die Fresse weg. Aber sonst was, der hat aber nicht aber gezeigt. Ich weiß, was du meinst. Aber er animiert Leute zu schießen und er animiert Leute zu schlagen. Ja, das eine ist aber ein Film. Aber das hier, das ist Realität. Bro, das ist Realität. Also, weil die Kids, siehst du ich weiß schon, was du meinst, das ist da verherrlichend. Vielleicht ist da auch der Beat ein bisschen verherrlichend, Slow-Mo, vielleicht wirkt es da ein bisschen verherrlichender. Aber ich finde jetzt nicht, dass das verwerflicher ist, dass der seinen Hustensaft trinkt, als dass Kolja Goldstein da mit halt brollt, irgendwie Leute umzubringen und Kilos über die Grenzen schafft, Alter. Das sind aber so Filme. Aber wenn er hier reinkommt und 40.000 Euro dahin legt, hier ab und danach hier dann noch Hustensaft, trinkt Hustensaft, dann könnt er Cash machen. Vor allem, was ich halt finde, ist, dass er jünger ist und er natürlich einen deutlich größeren Einfluss auf ein jüngeres Publikum hat. Und die Leute, die Kolja Goldstein hören, die sind reflektierter und die sehen das, die können das mit eigenen Männeraugen betrachten. Ich erwarte Titter nicht. Ich spüre einen ganz schönen Hass gerade. Nee, gar nicht. So neidisch. Ich habe ihn doch gesehen. Er ist neidisch. Er ist neidisch. Auf den Boden geguckt hat er. Er ist neidisch. Oh, wow, was ein Sideburner. Guck mal, er kann nicht mal richtig. Er macht hier auf Droge, Digga, und kann nicht mal richtig einen Joint rauchen, ohne dass er von der Side ab. Oh je, der hätte man den ein bisschen nass machen. Oh je, der hätte bei uns früher als Letzter in der Runde geraucht, sag ich ehrlich. Der Tilo raucht den Joint immer tot, Digga, gib dem den Rest, rauch tot, du Chobi. Komm, rob das Ding. Noch so ein Nackenscheller, du Chobi. 2 cm Tabak-Based, Chobi auf den Hinterkopf, komm, rauch fertig das Ding. Ganz ohne Tabak mache, dass er den Rest nur schnell hinter die Bank eigen, noch Pfeif geraucht, Alter. Ja, Tilo, rauch nur. Spaß. Ist ja, kann ja jeder rauchen, wie er will, aber früher wäre das bei uns ein absolutes No-Go geben. Aber das Lustige ist, dass mich das so triggert, dass ich direkt das Bedürfnis habe, irgendwie meinen Finger anzulecken und den anzulecken und oben mit Feuerzeug abzubrennen. Also. Weiter geht's. Bisschen R&B, hä? Featuring R. Kelly. Ist gut. Ist genau deine Mucke. Ich weiß es, er ist genau... Er sagt immer bei mir, stell mal Autotune richtig ein, du musst da mehr Hall, mehr da Verb, da das. Ja, und ist so, Chat, der kriegt's nicht hin. Also ich schäme mich nicht Hörst dafür, du dass das? Ich, ja, Hörst ja, du aber den Unterschied? Ich finde, man muss sich dafür nicht schämen, dass man Autotune nicht richtig bedienen kann. Ich kann's. Ich lebe doch, bin eigentlich tot. Ich lach doch, bin gar nicht so froh. Ich bin reich, aber innerlich Bro. Bin und bleib mit dem Bro. Also, nee, es ist aber gut. Es fand ist ich gut. Sehr gut, fand ich es gut. Ist gut. Ich bin leb, doch bin eigentlich tot. Ich bin reich, doch eigentlich broke. So. Das ist eine Aussage. Ja, ist aber. Ja, ist, ja ich finde es okay. Broke. Ich bin reich, aber innerlich broke. Bin und bleib mit dem Bros. Sie würden töten, um das Leben zu leben, was ich nicht mehr leben will. Ich würde. Ja, ist auch, sie würden töten, um das Leben zu leben, was ich nicht mehr leben will. Ist eigentlich auch. Ja. Er macht es aber trotzdem irgendwie, oder? Ja, das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich auch bei Samra und Kapi und all den Rappern nicht, die sagen. Alter, das ist schlimm und blablablub und dann ballern sie sich trotzdem alles wieder rein.
und zeigen es. Ballert doch, aber zeigt es doch nicht. So, das ist. Ja. Und da kommt direkt das Bild. Ja. Danach. Ja gut, aber er kifft ja nur. Kiffen ist ja nicht schlimm. Kiffen ist ja ganz normal. Ist ja keine schlimme Droge. Und so. Ja. Soll zu gehen an den Punkt, wo ich niemand bin. Und ich will sie trösten. Doch ich weiß, ich bin der Grund, warum da die Tränen sind. Also muss ich mich lösen. Ich lass sie gehen, weil sie ohne mich besser ist. Weil sie ohne mich besser ist. Weil es richtig ist, weil ich ein Fixer bin. Doch ich frag mich, wenn es... Sei doch mal ehrlich, das gefällt dir doch. Nee. Warum? Hat er seine Haare gefärbt? Ja, ich fäng auch die Haare. Kokosbraun, Kastanienbraun. 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 Oh je. Oh je. Das ist nicht meine Mucke, weil der macht das anders wie... Nein, die hören mich schon. Die machen das anders wie das, was ich feier, Digga. Ja, aber das ist doch so vom Vibe, ist es doch eigentlich dein Film. Nee, überhaupt nicht. Dachte ich so jetzt. Gar nicht. Nix gegen Tilo, aber... Okay. Richtig ist, warum fühlt es sich so an, als ob ich Stiche krieg? Warum fühlt es sich so an, als ob ich nichts bin? Warum ist in meinen Augen diese Leere drin? Vielleicht, weil die Blister wieder leerer sind? Oder weil ich wieder Dreck in die Sprite reinkipp? Baby, das ist... Ja, aber dann... Ja, okay, ich meine, ich will es jetzt auch nicht... Ich will es ja nicht, aber ich finde das so... Sieht ein bisschen aus wie ein Perück, den seine Haaren. Er hat... Dem seine Hände sehen gerade ein bisschen aus wie deine, Vater. Nee. Bruder. Gar nicht. Halt mal, doch. Komm, zeig doch mal. Zeig doch mal. Hey, hör doch mal auf, was soll ich ja machen hier, Alter. Er hat sich damals die Hände tätowiert. Oh, aber das je. Oh je. Ich war auf Lean. Ich war so. Ist im Film passiert. Ist im Film passiert. Gesichtstattoo. Ja, ich will jetzt nicht mal, Tilo, guck mal, wir hören uns so viele kriminelle Machenschaften an, wo Leute ja, Drogen konsumieren. Darf eigentlich gar nicht, ich will jetzt nicht auf den kleinen armen Tilo, der gerade am Boden liegt und sowieso überhaupt kein Gegner da ist, wo du nichts befürchten müsstest, wenn du was gegen ihn sagst, will ich jetzt nicht sagen. Ich finde es voll scheiße, wenn man da irgendwie die Drogen verherrlicht und so. Aber im Grunde genommen, da wir das Thema gerade schon angeschnitten haben, ich verstehe nicht, warum man so Sequenzen macht. Mach weiter, Tilo, einfach. Dein Film. Ich bin reich, doch ich sterbe auch quick. Alles für die Gang, little bitch. Ich bin Millionär ohne Lernen, bitch. Ich muss mich entfernen, bitch. Muss Leute cutten wie Scherben, bitch. Ich will noch nicht sterben, bitch. Doch wenn es kommt, ist nicht ganz so schlimm. Batzen und die Sprite ist grün. Ich will wieder reden. Aber warum ist die Sprite grün? Die Sprite ist auch lila. Ja, und die Jacken feiere ich, aber die eine habe ich bisher. Die College-Jacke. Ja. Aber wir reden hier über Deutschrapper, die so sind. Was ist mit den Amis? Die sind noch... Nicht anders, ja, weißt du? Ja, klar. Also, ja, aber das ist so auch, das ist schwer sowas. Das ist wie, wenn Leute sagen, Apo Red sagt, hört auf, lasst Katar in Ruhe, weil an anderen Ecken auf der Welt ist auch schlimm und da macht ihr nichts. Okay, dann sage ich auch, ja, lass den Vergewaltiger in Ruhe, weil da wird auch gerade eine Oma beklaut. Mhm. Was ist das für eine Theorie so? Das ist halt so. Bist du schon vegan oder noch brutal? Was? Bist du schon vegan oder noch brutal? Veganerin. Kennst du das nicht? Er kennt's nicht. Ey, Chat, bitte kennt. Wer kennt's? Was denn? Also ich kenne auf jeden Fall Jürgen Drews. Da haben auch viele schon gesagt im Chat, ja. Alter, der sieht böse danach aus. Aber das sieht ein bisschen auch nach Perücke aus, finde ich. Ja, fast sind die Haare ausgefallen, Digga. Oh je, der Asiate fühlt sich vernachlässigt, wenn ich jetzt da bin. Ich gehe auch bald schlafen, aber ich muss erst den Energy abbauen. Bist du vegan? Für Rosalinde. Okay, ich kenne nur The Root Sandstorm. Wenn es kommt, ist nicht ganz so schlimm. Batzen und die Sprite ist grün. Ich will wieder richtig fühlen. Ja, dann mach weiter so. Dein Ex und Erfolg macht kühl. Namp, ich kann gar nicht spüren. Nein, ich kann gar nicht spüren. Nein. Hast du eine kurze, willst du mal dein Oje-Tattoo? Er hat übrigens Oje und Siffmaul auf sein Bein tätowiert. Er ist der richtige Ehrenbruder, Digga. Ich muss mal kurz sagen, ich finde, der hat mit Abstand, der hätte einen Preis verdient für die hässlichsten Tattoos im Rap-Game. Aber das ist ja gewollt. Mit Abstand, die hässlichsten Tattoos. Findest du? Warum hackst du so auf dem rum, auf dem? Bro! Was ist denn mit dir? Nein! Weil er keinen Rücken hat. Kein Rückgrat, ab! Bei Kolja sitzt er total depressiv da und bei dem holst du alles raus, Digga. Auf einmal. Da kommt die ganze Wut auf einmal, was eigentlich bei Kolja sagen wollte. Bart, ich du nervst. Ich finde es gut, dass du. Hau ruhig raus. Sag deine Meinung, Digga. Wir labern doch nur Scheiße, Digga. Hau raus. Ich mag das, die ehrliche Meinung so. Du hast ja auch bei Kolja, sagst du jetzt auch nicht hin, hast alles gefeiert so. Sag nur. Nee, aber sonst, ich finde den, er macht gute Musik, finde ich. Ich finde auch dieses Made
Made It, fand ich richtig killer. Das habe ich auch gefallen. Es gibt nur ein Made It, was, es gibt ja nur ein Made It, was, ein, genau. Made It, was besser ist als genau. Das von. Das ist von Tilo. Genau, das ist von dem Überboss. Dem absoluten Überboss, Jason Chicky. Den Elefantenmenschen. Ey, ich habe mich nackig in ein Elefantengehege gestellt und bin eine Stunde lang nicht aufgefallen. Haha, hör mal. Ja. Und wer hat's Video gemacht? Ja. Kein Wunder, dass der so erfolgreich ist. Ja, eben. Also. Stimmt, du hast das Made It Video gemacht, ja. Stimmt. Ja, ganze Tag im Flughafen rumgerannt. Die Jacke ist geil. Die Jacke ist geil. Die ist so ähnlich wie deine, die du hast. Ja, aber die ist noch geiler. Ja, die ist bestimmt auch von irgendeiner krassen Marke, Digga. Ich kann gar nichts spüren. Ja. Ich lebe doch, bin eigentlich tot. Ich lach doch, bin gar nicht so froh. Ich lach doch, bin gar nicht so froh, da denk ich an all die Mädchen, all die Sweeten, da da da, da macht mich gar nicht mal so glücklich, wie du glaubst. Von SDK und Sido. Also Sido und SDK. Aber ich verstehe, was er meint. Du doch eigentlich auch, oder? Ja, klar. Ja, ja, na klar verstehe ich, was du meinst, aber ich, die Sache ist, ich kiff mich halt nicht jeden Tag weiter tot. Na, doch, das ist wie, stimmt. Wenn ich jetzt hier Pfeife rauchen würde und in Slow-Mo die Pfeife reinballern würde und in Slow-Mo die Grasknollen zerteilen würde und dann sagen würde, oh, mir geht's so schlecht. Ja, okay, ich sag halt, ich zertrümmer die Pfeife, Digga, ich hab seit 7 Jahren nicht mehr gekifft, Digga, und bin clean. Weißt du, wie ich meine? Ja, nochmal. Ich tu was da und das ist halt einfach, er lebt halt einfach was Falsches, nicht was Falsches vor, aber er ist halt... Das Gefährliche finde ich bei ihm im Vergleich zu Kolja, dass er einfach ein deutlich jüngeres Publikum anspricht. Ein Kolja hören bestimmt auch 13, 14, 15, 16-Jährige, aber überwiegend ältere, genau. Und ihn, also du kannst mir nicht erzählen, dass es Ü30 Männer gibt, die den hören. Ja, glaube ich auch nicht. Na gut, ich höre ab und zu einen Song. Ja, aber, Mann, Song, aber so, dass du denkst, okay, Tilo, oh wow. Das ist wirklich so, die Kleinen, ich habe auch eine die Tochter von einer Freundin von mir, die hat gesagt, vor 2 Jahren, es gibt so einen Typen, Tilo, voll der geile Rapper, kennst du den? Und ich so, nee, kenne ich nicht. Und dann hat die mir den gezeigt und ich dachte, der Justin Bieber-Verschnitt und so. Aber ich fand das so lustig. Und hab mir das dann reingezogen. Ja, die ist halt eben 13 und sowas, weißt du? Aber so, der ist so heiß. Ja, ja. So, ja. Und ich so... Oh, okay, krass. Ja, und die denken dann, die holen sich dann, die trinken, es fängt an, es sieht erstmal nur Sprite zu holen, Alter. Irgendwann, keine Ahnung, denken sie sich, ah ja, gar nicht die Welt ist Big Medi Night. Die Welt ist doch eh schon am Arsch. Ich bin 26 schon. Ich würde sagen, die Fanbase nimmt sich nicht viel. Doch, nehmen sich. Weil ein 13-Jähriger kann nichts mit Kolja Gallstein anfangen. Mit seiner, von Mindset, von allen, von diesem Vibe. Glaube ich nicht. Ja, das glaube ich auch nicht, aber. Nee. Da braucht man ein bisschen Brain. Doch, und einen Abschluss. So, weiter geht's. Doch, ab! Ich bin reich, aber innerlich broke. Bin und bleib mit dem Bro. Sie würden töten, um das Leben zu leben, was ich nicht mehr leben will. Ganz kurzes Statement zu dieser Zeile. Nein. Ich würde töten, um zurückzugehen an den Punkt, wo ich niemand bin. Und ich will sie trösten. Aber guck mal, er sagt, er würde töten. Er würde quasi alles tun für den Moment, um da wieder hinzukommen, wo er vorher war. Na dann cancelt ihn, helft ihn damit. Ja, aber er macht ja gar nichts. Das ist auch ein Widerspruch in sich. Ja, na klar, es ist ein Doppel. Sie hacken komplett auf den armen kleinen Jungen rum. Nein, ich finde doch Tilo. Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, es gibt diesen einen. Ich finde Tilo wirklich gut. Ich finde, es gibt wirklich gute Songs und ich finde, er hat diesen. Natürlich war der, das ist natürlich, guck mal, wenn du Rap, Digga, ich bin Baujahr 89, ich bin, da war Rap noch was anderes, so, ne? Ein Jahr jünger als ich. Ich war nie auf dem Splash, so muss ich ehrlicherweise gestehen, einfach aufgrund meines Kopfes. Ich 20 Mal. Ja, okay, aber aufgrund meiner Psyche so kann ich jetzt einfach nicht. Viele Menschen, Agoraphobie, Angst, Kicks, Kicken rein, geht nicht so, ne? Aber trotzdem habe ich mir das alles reingezogen, so, ne? Und da ist die Attitude einfach eine andere. Und wenn man auf ein Rap-Konzert kommt oder ein Rap-Konzert sieht, wie es früher war, und dann kommt da jemand hin, der halt nur Autotune live performen kann und dann performt er nicht mit Autotune und es klingt halt einfach, es ist einfach die letzte Scheiße. Und er zieht damit Rap runter, dann ist es... Ich war live dabei. Ja. Ich hab's gesehen. Soll er doch der Studio-Rapper play. Das ist ja cool, Digga. Das ist ja cool. Er macht ja, wie heißt denn dieser Song? Ich sag immer wieder den gleichen Song. Verliebt oder verliebt? Nein. Nein. Drogenfrei. Nein, der erste Song, Mann. Heute London bis zum Mars. Der erste Song? London bis zum Mars. Ich kam von Season-Train zum Luxusleben von weniger als 2 Jahren. Das ist ein Song, den da mag ich aber auch. Du. Ja, Mann. Da feiert ist aber auch mein Beat. Wir haben gestern hier ein Beat zusammengebaut, das hätte so ein Beat könnte ich bauen. Sag doch mal ehrlich, das ist genau so dieser Vibe. Das ist genau dieses. Das feiere ich. Das war das erste. Die Meets hat mir irgendwann mal gesagt, hör dir mal Tilo an. Ich hab mit dem Song reingehört und dachte direkt, okay, Tilo ist geil. Sag ich dir ehrlich. Just saying. Aber live auch scheiße auf dem Smash. Das, oh, dieser Bass, ich krieg Gänsehaut nur vom Beat, das ist so ein Vibe.
Und das säuft halt auch sein Lean, Digga, aber das ja, ist jetzt auch Doppelmoral von mir, wenn ich sage, da stört's mich nicht. Impact, Schriftzug, Final Cut, ciao. Ich kam vom Luxusleben zum Luxusleben in weniger als 2 Jahren. Früher noch Gibbets kleben mit Krümelresten, heute blunden Lunge zum Mars. Wie findest du das, Dennis? Das ich finde das derselbe Scheiß, Digga. Das hört sich einfach genauso an wie der Track vorher. Okay. Ja, dann ist ja, einfach... ein bisschen vom Dings her schon, aber ich finde... Oh je, er fühlt Tilo. Da ist es... das ist, ich finde, den Tilo-Song fühle ich ja. Ja, was heißt er fühlt Tilo? Warum guck ist mal, wie der da aussieht, Props, Digga. Ey, jeder kriegt... Ja, aber jeder, du kannst ja... Das ist ja wie Props verdient. Jeder, der etwas macht, kann wie nennt man das heutzutage, wenn man jemanden da basht für sein Aussehen? Wie nennt man das? Das Body-Shaming oder hier... Body-Shaming, genau, danke. Naja, aber nein, das habe ich ja nicht. Aber ich meine, der sieht da schon zerstört aus. Ja, der ist ja auch zerstört. Das meinte ich damit. Aber ich finde das... Anxiety, ja. Hat der Angst tätowiert. Ja, ist, also der hat doch da was von Kurt Cobain, sag doch mal ehrlich. Ja, Digga, du hast... Weil er lange... Also, finde ich jetzt nicht, also sehe ich nicht. Ja, guck, ich bin auch Pumuckl, Digga. Doch ich weiß, ich bin der Grund, warum da die Tränen sind. Aus also muss ich mich lösen, ich lass sie gehen. Was? Ist gut jetzt, ey, kein Mobbing hier, bitte. Weil sie ohne mich besser ist. Ach, ich bin Oskar, er meinte zu mir, ich bin Oskar aus der Mülltonne, hat auch Bushido damals zu mir gesagt. Ich weiß, ich bin der Grund, warum da die Tränen sind. Ja, der war doch hier im Stream. Ich lass sie gehen, weil sie ohne mich besser ist. Er kifft sich tot, säuft sich tot mit Codein und sagt dann, er wundert sich, dass er nichts mehr fühlt. Und diese Xanax oder diese Tabletten heißen. Also die Kernaussage von dem Song jetzt auch war ja, er will zurück. Er will zurück wieder zum Anfang. An sich ist das ein gutes Thema, gut, aber ich glaube, videotechnisch, visuell ein bisschen komisch umgesetzt. Ansonsten geil. Hätte alles weggeschmissen und verbrannt. Wäre geiler gewesen. Genau. Weed im Klo runtergespült. Nur das Video. Dann hätte es eine Message gehabt von dem, was er gesagt hat. Genau. Ansonsten Song. Baba.